Und damit wieder ein herzliches Moin Moin und Hallo. Ich bin's wieder, der Ban Solar Gaming. Und ich begrüße euch zu einer weiteren und auch letzten Folge zu dem Festival der verlorenen Event in Destiny 2. Ja, nach einer kleinen Störung, die ja mal wieder bei Destiny stattgefunden hatte, brauche ich ehrlich gesagt auch gar nicht so groß drüber reden. Das kenne ich ja mittlerweile als Langzeit-Destiny-Spieler. Ja, es ist scheiße, ja, klar. Ich meine, du bezahlst ja noch für dieses Game, ne, diesen ganzen DLC-Content-Gedönse und jenes bezahlst du und dann halt hast du diese Serverprobleme. Ja, ich war natürlich auch nicht der Einzige, der davon betroffen war, sondern auch andere Spieler waren davon betroffen und ja. Es sollte jetzt aber alles funktionieren. Hoffe ich mal. Aber erstmal zum Hof. In der letzten Stadt. Treffpunkt. Und ich hatte ja geplant, wir machen 2 verlorene Sektoren. Ich habe hier schon ein bisschen offscreen gegrindet. Ich meine, das ist ja auch der Plan eigentlich, ne? Ja, letzter Part war, ja, gefühlt langweilig, könnte man schon sagen. Ja, ich geb's ja zu. Aber, naja, wäre diese Störung nicht gekommen, hätte ich mehr gespielt, definitiv. Und ich sag ganz ehrlich, ich hatte dann für eine Zeit echt die Schnauze gestrichen voll gehabt von Destiny. Habe ich erstmal gesagt, komm, lassen wir es erstmal sein und ja. So, zum Everversum soll ich ja auch nochmal gehen. Mache ich erstmal nicht. Die alte Eva hat etwas Besonderes für dich. Okay. Gut. Würde ich mal sagen. Ja, ein paar Beutezüge kann man ja noch machen. Ich kaufe mir jetzt erstmal hier ein paar Wundertüten. Mann, ey. Okay. Clinton hat scheinbar einen Knick in den Höhlenklappen, labert ständig von all den Gefahren an diesem Ort. Hungrige Monster mit scharfen Zähnen, kopflose Hüter, die herumgeistern, makabre Teufel, die einen vernichten wollen. Klingt nach dem perfekten Ort, um ins Verderben zu laufen. Och Mann, ich wünschte, ich hätte Popcorn. Oh, super. Anscheinend, diese Kopflosen wollen dich auseinanderreißen, um zu sehen, ob du mit Süßigkeiten gefüllt bist. Der ist jetzt gerade natürlich abgekratzt, wo ich schon gesprungen bin. Ey, super. Ich weiß nicht, was durch diesen Kreis heraufbeschworen wird, aber finden wir es heraus. Oh, bitte nicht. Erstmal 2 Legendäre auf 1 geschissen, Alter, geil. Ja, und ich hänge natürlich mal wieder fest. Junge, schieb mich doch nicht raus, ey, du Affe. Nein! Hm.
Ah, zur B. Ups. Seewasser saufen. Ich würde mal sagen, wir spielen das so lange, bis ich den einen wöchentlichen Beutezug fertig habe. Dieser gefallene Kerl schaut cool aus, knallhart. Er ist offensichtlich schwer zu Moment, warte. Hast du die Mods an deinen Waffen gecheckt? Bist du super? So beginnst du diesen Kampf also mit diesen Mods und dann auch noch in dieser hässlichen Rüstung. Ja, gib mir noch mal eine Kürbisladung hier. Oh, come on! Da werde ich mal, da kille ich mich schon wieder mit meinem eigenen Granatwerfer. Ey, ohne Scheiß, ne? Das wird noch hier zum Running Gag in diesem gesamten Let's Play-Projekt. Also alles, was ich zu Destiny 2 mache. Also jeden einzelnen Part. Events. Ich schwör's euch, irgendwann, ich schneide da ein Best-of zu. Ah, toll, mein Glimmers. Sagte, der Hüter wäre mit dir spazieren. Doch vielleicht wird es Zeit, dass ihr beide zum Turm zurückkehrt. Während ich mit dem Hüter spreche, kannst du dich mit Eva Levante treffen. Etwas über das Festival der Verlorenen lernen. Seine Bedeutung liegt in der Würdigung unserer Freundschaften. Es ehrt jene, die von uns gegangen sind und... Oh, dann verschwinde hier, damit ich feiern kann, dass du weg bist. Alter. Er hat aber auch schlechte Laune, der Dude. So. Ja, geht wohl jetzt mit dem Mond weiter, ne? Das geht mir jetzt gerade echt auf die Nerven. Fühlt man sich auch schon wieder gleich unter Druck gesetzt. Ich hatte auch noch nicht alle Sektoren gehabt. Fällt mir gerade ein. Eigentlich nur drei von denen. Gibt ja vier. Also ich weiß, den auf Europa hatten wir schon gehabt.
Nessus hatten wir auch schon sehr oft und ja, Mond. Aber den einzigen, den ich noch nicht hatte, war auf der ETZ. Fällt mir gerade so ein. Jupp. Mann ey, dieses Räuspern geht mir so auf den Sack. Ich hab den gerade so einen richtigen Arschklatscher verpasst. Ich hab den gerade so ein bisschen aufs Arschloch gehauen, ey. Leibeigenen Sprenger, verpieselt euch. Oh Gott. Süßigkeiten, geilo. Momonieu. Ganz schön viel Feuerwerk, du. Ja, natürlich geht hier wieder so ein leibeigenen Scheißer wieder bei mir hoch, ey. Typisch. Jo, alles klar. Ey, das darf doch nicht wahr sein, ey. Nicht schon wieder. Ey, komm mir hier gerade wie der größte Noob vor, Alter, ey. Ohne Witz, ich jag mich ja die ganze Zeit mit meinen eigenen Granatwerfer in die Luft. Tatsächlich, ich sag's ja. Glaube, ich sollte auf jeden Fall nochmal eine Schule für Granatwerfer besuchen. Zumindest in Destiny. So ein Grundkurs, um einen Granatwerfer zu benutzen, oder... Sich da nicht die ganze Zeit selber mit zu killen. Woher wissen die eigentlich die ganzen Spots, Alter? Die stehen immer direkt an der richtigen Stelle, ey. Fällt mir mal so gerade auf. Anstand klingt auch gut. Warum muss ich eigentlich immer in einer beschissenen Situation meine Waffen nachladen?
Ich weiß, was ihr vorhabt, aber ich mach da nicht mit. Ich will diesen Sektor noch beenden. Ja, ist ja klar. Bestand darauf, dass du diese Mission annimmst. Es war deine Wahl. Mal sehen. Im Turm rumgammeln oder euren Hüter babysitten, während er auf Sachen schießt. Echt schwierige Wahl. Der Hüter kann Dinge allein erledigen. Dich braucht er definitiv nicht. Oh, bitte. Ich habe gesehen, wie oft sein Geist ihn in der Thronwelt zurückgeholt hat. Beeindruckend war das nicht. Interessant. Das sage ich über dich auch oft. Sorge für Freude, ah ja. Das kommt irgendwie so ein bisschen ironisch gerade rüber. Sorg für Freude im den Sinne, dass ich mich die ganze mit einem Granatwerfer selber kille, ey, Mann. Oh, Mann, ey. Erstmal instant Mikrofonübersteuerung auf 24/7 in meinen Videos. Ach ja. Willkommen zu den heutigen Mutproben der Ewigkeit. Es ist immer Abend in diesem geheimnisvollen Reich, denn das Pferd befiehlt es. Auch eine coole Aktivität, ne? Schwarzbild. So, let's go. Na, was haben wir denn hier Schönes? Besessene. Ihr Wille gehört nicht ihnen. Ihr kämpft gegen die Besessenen. Ich glaube, hier braucht man nicht großartig irgendwas zu machen. Die anderen regeln das schon. Das Pferd möchte einen weiteren Kampf erleben. Das war eine ziemlich dumme Idee.
jenseits des durchgeknallten Hindernisparcours der Mutproben der Ewigkeit warten noch mehr Spektakel und Preise. Na, Moment, erstmal warten. Jetzt. Boah, das war jetzt aber mal sauknapp. So. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Verbündetenbeitritt. So. Aus einem brodelnden Radiolaria-Becken kommen die Vex. Ja, hier fliegen die ganzen Strangpartikel schön durch die Gegend. Oh, super, ein Überladungs-Champion. Ja, der will... Natürlich bin ich derjenige, der wieder gekillt wird. Typisch. Natürlich. Ja, wo sind hier die... Hier mal ein paar Gegner mit meiner Super erledigen. Jo, da werde ich mal wieder schön weggeschleudert. Spiel leckt aber auch schon wieder, ne? Auch geil. Was für ein Jammer. Die Chancen standen heute Abend nicht
zu deinen Gunsten. Dropods. Solltet oder nicht, ihr befindet euch im Krieg mit den Kabalen. Die Kabale hatte ich in den Mutproben der Ewigkeit noch nie gehabt, tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe ja absolut hier gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oder was jetzt hier passiert. Boah, geil. Das Spiel, das leckt aber. Okay, anscheinend hier die Hochrangigen ausschalten. Ey, du dumme Sau, komm her hier. Komm mir das gerade so vor, da sind gerade wirklich welche gequittet. Ja. Ich habe absolut gerade keinen Plan, was ich hier machen soll. Ja, anscheinend soll das Ding hier ausgeschaltet werden. So, und da ist jetzt was runtergekommen und das sollen wir bestimmt dafür benutzen, um sein Schild runterzujagen, richtig? So, nutze den Mondgenerator, um die Schildgeneratoren zu zerstören. Ah ja, die Dinge hier. Genau. So. Komm hier weg damit. Ach, super. Schön. Ja. Und nun, liebe Kandidaten, holt euch eure Gewinne. Gewalt reicht, den ihr euch redlich verdient habt. Ja, es ist der Wille des Hyperquantenpferdes, dass niemand mit leeren Händen von den Mutproben der Ewigkeit zurückkehrt. Noch einen Schuss. Aha, ist von mir verwirrt, ne? Backen, ey.
So. Na, haut hier keiner eine Wertschätzung raus? Wollte gerade auch was raushauen, aber da warte ich immer. So. Clint wollte mitkommen, aber ich habe ihn bei deiner nördigen gefallenen Freundin abgeladen. Auf diesem kleinen Ausflug werde ich dein Geistbegleiter sein. Also, mal sehen. Orientierungspunkte richtig. Clint ist echt übervorsichtig, was dich angeht. Ja. Letzter Einsatztrupp. Endgültig gestorben. Genau da. Er will sich ständig reinhängen und dich kontaktieren. Und ich soll ihm versichern, dass ich dich immer im Blick habe. Ich habe ihm gesagt, er soll mal seine Hülle lockern. Immerhin gibt es hier keinen Wächsgeist, der dir den Kopf abreißen will. Das war ja aber eben gerade echt mein Voice Crack. Ich mach doch nur Spaß. Ihr Hüter glaubt. Ah, ich mach nur Spaß. Genau. Standardaussage bei solchen. Ja, solchen Leuten sage ich jetzt mal, ne? Weil nur Spaß. Genau. Ja, ich meine das jetzt eher aufs Real Life bezogen, ne? Es gibt ja immer so Leute, die da einen so, ne? Ein bisschen fertig machen und dann sagen sie am Ende, weil nur Spaß, ne? Ja, genau. Ich kenne das schon zu Genüge. Die Granate habe ich auch richtig lost eingesetzt, ne? Ich erst mal wiederbeleben. Ja. Du auch. Da drüben auch nochmal. Das ist echt ein verrücktes Event, muss ich sagen. Ja, ich gehe mal den unten da. Jupp. Wenn dieser Ort wirklich von einem Wächsgeist heimgesucht wird, halte ich mich daraus. Das Zuschauen macht viel weniger Spaß, wenn die Angst nicht echt ist.
Ist irgendwie auch ein ziemliches Deadspawn. Ach nee, der Geist ist bei mir. Okay, gut. So, los, 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 los. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und die dumme Sau teleportiert sich. Dann machen wir es mal hier. Weil lohnt sich ehrlich gesagt auch nicht, den da unten zu beschwören. Okay, das mit der Granate lief ja sowas von geil. So, wo ist der Geist, hä? So. Bin ich jetzt doof oder was? So, das war's. Seine Forschung der Kopflosen. Kontrollierst die Kommunikation. Oh, er war zu feige, was selbst zu sagen. Also hat er seine Mami angerufen, damit sie das macht. Zwing mich nicht dazu, deine anzurufen. Alter. Es ist so geil einfach, dass die sowas in den Dialogen überhaupt reingenommen haben, ey. Ehrlich. So, dann wollen wir mal. Gut, gut, gut. Gucken wir mal, was bei der Poststelle ist. Ja, bestimmt wieder ein paar Süßigkeiten. Mal ein bisschen Ausrüstung. Boah. Und hier bei Eva Levante hole ich mir auf jeden Fall eine fokussierte Waffe. Oh, ich könnte sogar ein Exotic holen. Was ist denn alles drin? Da ist auch alles mögliche hier drin, ne? Okay. Aber solange das Event läuft, möchte ich gerne mir nochmal so eine fokussierte Waffe holen. So. Gut. Dann hole ich mir noch von den Rest. Noch eine Wundertüte. Und hier manifestierte Seiten. Ah, hier machen wir auch noch mal eine auf. So, checken wir mal kurz die Eventkarte ab. Yep, da ist auch was. Wir bekommen den Shader. So. Und zu guter Letzt noch die beiden Glanzengramme hier. Ach komm! Alter, das ist schon echt bittere Pille, ne? Kleines Glanzengramm. Ich wünschte, ich könnte mich mehr mit dir unterhalten. Opening und zwei blaue Sachen. Ja, gut, Leute. Das war jetzt auch lang genug gespielt hier in diesen Part. Viel gemacht und ein bisschen was nachgeholt. Weil ich wollte nämlich auch Mutproben der Ewigkeit machen. Und da habe ich jetzt gesagt, ich schmeiße das jetzt alles in einen Part rein. Jo, dann würde ich sagen, danke, dass ihr durchgehalten habt. Und dementsprechend auch nochmal danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben geben.
Wenn ihr nichts verpassen wollt, den Channel abonnieren, für eine Benachrichtigung neuer Videos, die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, wiederschauen und reingehauen.